Ja, wir sind jetzt erst mit der ersten Stellwand fertig. Also gehen wir zur zweiten Stellwand, einer ja der traditionellen und überall wichtigen Perspektiven, nämlich Kommunikation und Beziehung. Und ich werde jetzt auch, wie vorher, ich aus den Kommentaren, die ich gekriegt habe, schließe ich, dass der Duktus in Ordnung ist. Und bevor da nicht neue Meldungen dazu kommen, behalte ich den so etwa bei. Ihr seid dennoch eingeladen, wenn ihr zwischendrin noch irgendwo eine Nachfrage habt. Ich vertiefe jetzt zum Beispiel die Antreiber, habe ich ja gesagt, nicht so sehr, sondern hebe dort nur heraus, was der besondere Beitrag des Instituts oder meiner ist zu dem. Wer das dann noch nicht so kennt und wird gern mehr erfahren, liest einfach nach, entweder in den Büchern oder alle Texte, die in den Büchern sind, sind ja auch kostenlos zum Download auf unserer Website. Und es gibt auch zu sehr, sehr vielen Thematiken auch Audiodokumente auf unserer Website, die auch zum kostenlosen Download sind. Wir haben auch im Bereich Download Empfehlungen, Themenbereiche zusammengefasst, wo die Texte und die Audios einander zugeordnet sind, sodass ihr euch in diesem doch sehr fülligen Material auch ganz gut zurechtfinden könnt. Für die, die es noch nicht drauf haben, unsere Suchfunktion ist wirklich gut. Dank SystemWorks, einer der Menschen, die unsere Website neu designt haben, ist ja hier und Susanne, die sie vom Haus aus betreibt, sodass, wenn ihr zu einem der Begriffe einfach gucken wollt, wo ist dazu was geschrieben oder wo kann man dazu was hören, geht ihr auf die Suchfunktion und ihr kriegt dann einfach dort gelistet, wo das in der Überschrift vorkommt und bei den Audios ist, nee, da geht es ja auch über die Google-Suche nicht. Also und dort, wo ihr das im Text sucht, geht ihr dann die Google, man braucht um die Textsuche zu machen, die Google-Suche. Dann geht er dann auf die erweiterte Suche, das ist eine Google-Suche, die sucht auch die ganzen Texte durch, wo das vorkommt. Wir haben auf der Website, das war schon ein erster Versuch, das multiplikatorenfreundlicher zu machen, die ganzen Schaubilder oder viele davon wenigstens jetzt schon abgelegt. Wir werden, glaube ich, auch diesen Datensatz auf der Website ablegen, aber wir schicken ihn auch gerne einfach als E-Mail-Anhang an euch alle, so dass ihr das zur Verfügung habt und so dass ihr, wenn ihr das wollt, das Audio kombiniert mit den Charts nutzen wollt, weil Video ist immer ja nochmal eine eigene, etwas aufwendige Sache, braucht für alles sehr viel mehr Zeit. Ja, Kommunikation und Beziehung. Und wir fangen mit einem Chart an, das ihr ja vorher schon mal gesehen habt. Wir betrachten von da, ich habe das vorher schon erläutert, aus dem Rollenmodell der Persönlichkeit heraus die Kommunikation zwischen Menschen dann als eine Kommunikation zwischen Rollenträgern. Und diese, was ihr da rechts seht bei der Person, das ist ein Leitermodell, das soll wiederum sagen, diese Einteilung in diese drei Arten von Rollen, die ist jetzt recht willkürlich. Man könnte mehr Unterscheidungen machen, je nachdem, ob man ihnen jetzt zum Beispiel eine Organisationsrolle, ist das gerade eine hierarchische Rolle oder ist das eine kollegiale Rolle. Also das muss man dann einfach so ausdifferenzieren, sodass man die Unterschiede zwischen denen man in der Kommunikation analysieren will, wo die Menschen vielleicht ohne es zu merken hin und her rutschen und dadurch Verwirrungen angestiftet werden, dass die dann durch die in dem Schema dann auch differenziert werden, sodass man mit dem System auch arbeiten kann. Wir lesen ja viel Berichte, Erfahrungsberichte aus den Curricula und Auftragsklärung und Rollenbewusstsein gehört zu dem Grundhandwerkszeug, das viele Menschen als eigentlich das für sie Entscheidende für die Grundversorgung angesehen haben. Und dann, wir kommen danach noch beim Verantwortungsdialog,
wieder drauf, immer wieder neu zu klären, ja, in welchem Wirklichkeitsrollen und Zusammenspielgefüge bewegen wir uns einfach, weil wir, wenn wir in Konventionen sind, denken, es ist doch klar für jeden und natürlich, wir merken an den Kommunikationsstörungen, dass es das eben nicht ist, aber da kommen wir jetzt gleich bei den entsprechenden Kommunikations- oder Beziehungsmodellen drauf. Ich habe es vorher auch schon mal erwähnt, das habe ich jetzt hier nicht reingenommen. Das TA-Konzept der Kommunikation unterscheidet ja zwischen vordergründiger Kommunikation, also das ist meine Sprache, und hintergründiger Kommunikation. Und die Idee dort ist, dass manchmal in den hintergründigen Bereichen der Kommunikation sich Verwicklungen anbahnen, während in der vordergründigen Kommunikation eine ganze Zeit lang etwas relativ unverdächtig läuft. Aber man merkt gar nicht, dass im Hintergrund entweder Missverständnisse sich aufbauen oder Verwicklungen sich anbahnen, die dann irgendwann zu solchen Spannungen führen, dass sie zunehmend eigentlich untergründig, Hintergründung, die Steuerung dessen, was auf der offiziellen Ebene im Vordergrund geschieht, dominieren. Oder manchmal die Situation kippt und was Hintergrund ist, plötzlich unkontrolliert Vordergrund wird. Und dafür kann man dieses Konzept auch verwenden. Jetzt gehe ich nochmal ganz generell zu der Frage, wie konzipieren wir eigentlich, dass Menschen sich miteinander über ihre Welten hinweg verständigen. Wir haben lange dazu ein Kommunikationsmodell gehabt, das ich das Sender-Kanal-Empfänger-Modell nenne. Also ein Kommunikationsmodell, das für alle technischen Vorgänge sich eignet. Bei technischen Vorgängen gehen wir von manchmal vielleicht Kompliziertheit, aber prinzipiell Berechenbarkeit aus, sodass der Sender, denkt an ein E-Mail, das er schreibt, zunächst mal erwarten kann, dass das, was er bei sich reinschreibt, wenn er dann auf Senden tippt, dass das durch den Kanal, auch wenn wir den nicht genau kennen, wie der verläuft, übermittelt wird, beim Empfänger hoffentlich genau das E-Mail ankommt, das ich möchte. Manchmal fehlt dann ein Bildchen oder der Anhang verschiebt sich oder so. Diese Dinge kennen wir auch. Und das betrachten wir dann als Störung. Also der Normalfall ist, dass das beim Empfänger genau so repräsentiert ist in seiner Welt, weil wir davon ausgehen, dass die gleich konstruiert ist und wenn nicht, müssen wir das nachbessern, dass er sich wie ich auf die gleiche Botschaft, auf die gleiche Wirklichkeit bezieht. Das ist zunächst mal die rein technische Art der Übertragung und diese Art von Denken in einer gewissen Naivität übertragen wir auch auf die Erwartung, dass so wie wir es meinen, dass das der Empfänger auch so versteht oder dass die Bezüge, die wir herstellen, in denen die Mitteilung steht, dass die für den anderen irgendwie auch klar sind. Wir alle wissen, wie oft das sich manchmal nach einiger Zeit der Wirrnis herausstellt, dass genau eben dieses nicht der Fall war. Dann gehen wir von einer Kommunikationsstörung aus, dann suchen wir, wer hat den Knacks, der Sender, der Empfänger oder wenn sich beide nicht darum streiten wollen, war es der Kanal. Also der Normalfall ist 1:1 Übertragung, die Idee, wir teilen eine Wirklichkeit und wenn es sich herausstellt, dass das nicht der Fall ist, dann ist was gestört und das müssen wir dann reparieren. Das wird manchmal von Systemikern als völlig veraltet gegeißelt oder von Erkenntnisbiologen. Ich finde, das ist ein sehr nützliches Modell für viele Lebensbereiche. Wenn wir nicht glauben, so muss Kommunikation immer sein, insbesondere so müsste auch Kommunikation zwischen lebenden Systemen, zwischen sinnbegabten und bedeutungsschaffenden Organismen sein. Denn da müssen wir zu anderen Kommunikationsmodellen überwechseln. Zum Beispiel zu dem, was ich dann Kulturbegegnungsmodell der Kommunikation genannt habe. Hintergrund, das ist ein didaktisches Modell, wie eigentlich fast alle.
dieser Modelle. Also nicht, dass ich glaube, die Welt ist so, sondern wenn wir es so konzipieren, entstehen daraus bestimmte Fragestellungen, andere als im Senderkanal-Empfängermodell, wie ihr gleich merken werdet. Also es sind Modelle, pragmatische Modelle. Dieses Modell geht auf zwei Wurzeln zurück, die mir beide in meiner Geschichte wichtig geworden sind. Das eine ist der Niklas Luhmann, die Soziologie von Niklas Luhmann, die eben davon ausgeht, dass an Kommunikation zunächst völlig autonome Organismen beteiligt sind und dass es nur dann eine gewisse Gemeinschaftswirklichkeit, wie ich das nenne, gibt, wenn die, wenn die eine wechselseitige Kontingenz, also wenn es zusammenfällt. Also es muss auch da in dieser Theorie erstmal hergestellt werden. Der Normalfall ist erstmal, dass jedes System in sich organisiert ist. Und ähnlich ist es bei der anderen Wurzel der Erkenntnisbiologen Umberto Maturana und Francisco Varela, die eben auch davon ausgehen, dass jeder Organismus zunächst mal ganz auf sich selbst orientiert ist. In diesem Modell gibt es streng genommen den anderen Organismus gar nicht, sondern es gibt nur meine Repräsentanz vom anderen Organismus. Es gibt kein, in diesem Modell streng genommen ist es überhaupt nicht möglich zu sagen, was die Welt ist. Es gibt eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, ich merke an meiner Beziehung zu dem, was da vielleicht ist, dass da Welt ist. Und ich kann eigentlich nur das durch meine Kultur zu zeichnende Bild von Welt zeichnen. Ich kann eigentlich objektiv Welt gar nicht zeichnen. Und das ist sehr konsequent im Systemischen eben auch der konstruktivistische Gedanke, dass jede Welt immer die Welt des Beobachters ist und jede Wirklichkeit die Wirklichkeit des Beobachters ist. Jetzt ist es so, dass wenn man das genau denkt, dann kriege ich dann immer gewisse Krämpfe im Hirn. Und deswegen habe ich für uns, die wir da pragmatisch mit umgehen müssen, dann doch so etwas wie eine Sphäre der Gemeinschaftswirklichkeit eingefügt. Und das ist der gestrichelte Kreis in der Mitte. Also zunächst gehen wir dann davon aus, dass jeder Organismus zunächst mal an Selbstbezüglichkeit orientiert ist, also wie er die eigene Welt versteht. Und die Interessen in der Welt, in der Evolution, haben etwas mit seiner Selbsttranszendenz zu tun. Also mich interessiert im Kontakt mit dir nicht dich, ja, obwohl mich dann vielleicht jetzt kein schimpfen würde, sondern mich interessiert die durch im Kontakt mit dir ausgelöste Möglichkeit, selbst auf neue Ebenen zu kommen, selbst Wirklichkeitserfahrungen machen zu können. Und man kann das in der Metapher darstellen vom Gehirn. Also da, wo ein, wenn man das jetzt genau verfolgen könnte, wie ein Bild, das ich jetzt von euch habe, dort, wo das im Gehirn in den entsprechenden verarbeitenden Zellen ankommen, kommt neben dem Impuls, der von außen kommt, mindestens das Hundertfache an Impulsen, die aus der Innenwelt kommen. Und das drückt metaphorisch aus, wie sehr jeder Organismus in allererster Linie mit sich selbst beschäftigt ist. Und die Welterfahrung ist eher ein Auslöser für Wechseln zwischen den Varianten, die er selbst drauf hat, oder manchmal auch Auslöser für eine Selbsttranszendenz. Das heißt, dass er Prigozhin-dissipative Strukturen in eine Ausgangssituation bekommt, die von ihm verlangt, dass er plötzlich eine höhere Organisation entwickelt, die er vorher nicht drauf hatte. Und so erklären die dann also auch Entwicklung und auch gegenseitige Stimulation in Entwicklung. Das ist für den Alltag für uns zu kompliziert. Dennoch, was an diesem Modell gut ist, davon auszugehen, dass ich die Kommunikation eines Organismus nicht verstehen kann, wenn ich nicht die Kultur studiere, aus der heraus er kommuniziert und auch bezogen auf die
er kommuniziert. Und jetzt mal so ein bisschen geißelnd auf die Zunft der Berater, wie auf alle anderen Zünfte ausgerichtet, ist es völlig Illusion, wenn wir sagen, Berater gibt es, weil es einen Bedarf gibt. Sondern nach dieser Lesart gibt es Berater, weil hier eine Mutation in der Evolution stattgefunden hat. Und diese dieser Mutation ist es gelungen, andere Organismen zu einem Austausch zu bewegen. Also davon sich Probleme auszudenken, die der andere hat, die der andere glaubt und bereit ist, dafür Ressourcen abzudrücken, dass jetzt jemand mir hilft, diese Probleme besser zu verstehen und zu lösen. Also es ist nicht so, dass es Berater gibt, weil es Notwendigkeiten gibt, sondern es gibt Berater, weil es ihnen gelungen ist, ihren Kundensystemen Notwendigkeiten zu suggerieren. Das ist aber nichts Ehrenrühriges, sondern das ist einfach nur eine andere Betrachtung unserer Dienstleistungsgesellschaft. Hat aber eben den Vorteil, dass ich zum Beispiel in der Supervision nicht frage, was sind die Notwendigkeiten, sondern wo bin ich eigentlich unterwegs und welche Rolle spielt, dass ich diesen Auftrag auf jeden Fall machen möchte, eigentlich in meiner Evolution. Wie erklärt sich das aus meiner Kultur heraus, wie ich mich darauf beziehe, was in der Regel den Vorteil hat, dass ich dann sehr viel mehr tun kann, weil bezogen auf meine Kultur kann ich leichter etwas bewegen als bezogen auf den großen Organismus, auf den ich mich dabei beziehe. Dieses Modell macht auch noch was anderes klar. Wir leben in getrennten Welten erstmal. Männer und Frauen, Chinesen und Deutsche, Techniker und Psychologen, Chefs und Mitarbeiter, Blaumänner und außertarifliche Angestellte. Und damit habe ich auch gleich nochmal markiert, dass Kulturen eben nicht die üblichen nationalstaatlichen Kulturen sind, sondern jede für den Beschreibungszweck abgrenzbare Eigenlogik von Lebens- und Bedeutungswelten. Und insofern kann man eigentlich jede Begegnung als Kulturbegegnung verstehen. Also ich kann, wenn wir beide uns jetzt begegnen, könnten wir auf unsere Begegnung gucken, wie können wir die als Mann- und Frau-Begegnung beschreiben, wie können wir die als Jünger und Älter, als Altersgruppenbegegnung beschreiben, wie können wir die als landsmannschaftliche Begegnung beschreiben, wie können wir die als von der professionellen Herkunft her beschreiben und. Das heißt, wir haben und aus diesem Modell heraus ist es nicht verwunderlich, erstens, wenn es sehr viel Aufwand bedeutet, Kulturbegegnung überhaupt herzustellen. Na, wenn wir nach China fahren, wundern wir uns nicht darüber. Wir wundern uns dann aber doch immer wieder, wenn wir mit einem anderen Geschlecht reden. Weil wir denken, wir müssen ja eigentlich derselben Kultur angehören. Was wir ja mittlerweile leidvoll erfahren haben, zu unserer großen Entlastung nicht länger als notwendig angesehen werden muss. Folgerichtig ist, wenn in der einen Wirklichkeit was auftritt, was in der anderen Wirklichkeit, wenn es dort wiedergespiegelt wird, überhaupt nicht wiederzuerkennen ist, weil es in einer völlig anderen Logik verarbeitet wird und zu völlig anderen Effekten führt, als erwartet ist, dann ist es kein Fehler, sondern Anlass, die Eigenart der Kultur des Gegenübers zu studieren. Und das ist eine Änderung in der Haltung. Da muss nicht irgendwas repariert werden, sondern es zeigt uns bestenfalls, wie weit wir voneinander von einer selbstverständlichen Kommunalität entfernt sind und dass es mehr Aufwand und mehr Geschick erfordert, als wir bisher gedacht haben, uns in ein Boot zu holen, dass wir bezogen auf das, was wir miteinander machen wollen, uns in einer Wirklichkeit bewegen. Also die Gemeinschaftswirklichkeitsgestaltung wird hier zur echten Aufgabe durch dieses Modell. Und es gehört zur Aufgabe professioneller Kommunikatoren, davon mehr zu verstehen und dazu mehr beitragen zu können, als Menschen, die einen anderen professionellen Schwerpunkt haben. Und es sollte auch dazu gehören, das hatten wir ja vorher bei den Varianten der Persönlichkeitsmodelle, dass ein professioneller Kommunikator ein sehr viel größeres Repertoire hat, das er zur Verfügung hat, um Ankopplung zweier
Wirklichkeitskulturen aneinander zu leisten, als jemand, der da nicht so gut qualifiziert ist. Das Modell macht auch klar, dass es nicht darum geht, dass zwei Organismen ein Herz und eine Seele sind, sondern dass sie sich überlegen, welchen Gemeinschaftswirklichkeitsraum brauchen wir, damit die Interesse der Beteiligten den anderen bei der Gelegenheit zur Selbsttranszendenz zu nutzen, befriedigt werden können. Also es stellt auch wieder die Frage, um welchen Fokus handelt es auch? Müssen wir weltanschauliche Differenzen denn klären, die keine Rolle für den Fokus spielen oder die für die Wahrnehmung bestimmter Rollen unerheblich ist? Und da kombiniert sich das jetzt wieder mit dem Rollenmodell der Persönlichkeit. Und ihr merkt schon, wir können auf diese Weise, sind wir aus diesen so pauschalen, mehr gefühlten Vorstellungen von Beziehung und Begegnung, kommen wir mehr Richtung Feintuning und chirurgischem Abgrenzen dessen Rahmen setzen, innerhalb deren wir uns dann begegnen. Wir werden nachher an dem Wir werden nachher am Dialogmodell der Kommunikation sehen, dass es jetzt nicht heißt, einer totalen Definierbarkeit und Spezifizierbarkeit von Beziehung das Wort redet. Es redet das Wort, dass wir doch in der Oberflächenklärung für Kulturbegegnung sehr viel genauer und sorgfältiger sein können, als wir das oft bisher sind. Ob wir dann wirklich zusammenkommen, das hat sehr viel mit Intuition, mit Hintergründigem zu tun, aber es hilft sehr bei der Rahmenklärung. Da gibt es dann ein Konzept, das jetzt hilft, wenn man nicht zusammenkommt. Das ist auch wieder mehr pragmatisch. Da neigen die Menschen dazu, zunächst mal davon auszugehen, wir sind beieinander, wir haben aber offenbar unterschiedliche Vorstellungen, wie Dinge gelöst gehören und wer welche Verantwortung zu übernehmen hat. Meist merken wir ja mit einem Geschäftspartner, dass wir ein Kommunikationsproblem daran haben, dass eine Erwartung, die wir selbstverständlich hatten, was der jetzt zu tun habe, dass der das nicht tut. Und die Menschen neigen spontan zu Motivationshypothesen, das ist sozusagen die Einfachpsychologie, die offenbar in uns eingebaut ist, dass wenn was nicht gut läuft, denken wir, der andere möchte das so und wir fragen, warum. Das ist in den meisten Fällen keine nützliche Psychologie. Aber man möchte sich gern ausführlich streiten und möchte sehr viel Zeit mit Beziehungslehrung verbringen, dann kann man mit Motivationshypothesen arbeiten, und wenn dem anderen meine Motivationshypothese nicht plausibel ist, habe ich ja immer noch die Tiefenpsychologie. Dann kann ich sagen, ja, bewusst vielleicht nicht, aber, und ich merke es doch, wie es bei mir wirkt. Da gibt es jetzt ein Schema aus der Transaktionsanalyse, aus der Psychosetherapie von Jackie Schiff und ihren Kindern, adoptierten Kindern, also ihren Schülern, könnte man eher sagen, die aus der Konfrontation von Psychotikern, die man als nicht unsere Welt teilend angesehen hat, indem man beibringen muss, dass sie unsere Welt teilen können, weil sie sonst eben nicht zurechtkommen, gibt es die sogenannte Abwertungshierarchie. Die habe ich jetzt umgewandelt in eine Wirklichkeitsbegegnungshierarchie. Das heißt, wir müssten vorsichtshalber, wir müssen also vorsichtshalber mal ganz von Anfang an anfangen, um zu klären, ob wir in der gemeinsamen Wirklichkeit sind. Und es ist vielleicht weit weg, dass wir über Verantwortlichkeit reden, weil wir ja noch gar nicht in der gemeinsamen Wirklichkeit, aus der sich irgendwelche Verantwortlichkeiten ableiten können, angekommen sind. Und
dieses Dreieck soll versinnbildlichen, dass eigentlich der kleinere Teil oben die Regelung der Verantwortlichkeit ist, dass dahinter gemeinsame Verständnisse von Wirkungszusammenhängen, gemeinsame Vorstellungen, was die relevanten Daten sind, also die Information, der systemische Steuerungsbegriff, beziehungsweise wie die Dinge zu deuten und zu bewerten sind. Und das dahinter ist, beziehen wir uns überhaupt auf die gleichen Dinge? Und die Idee dabei ist, dass wir, wenn wir jemanden anderen konfrontieren wollen, das ist auch ein Begriff aus der TA, der manchmal falsch verstanden wird, als dem anderen Bescheid sagen, den konfrontiere ich aber. Das ist aber hier jetzt nicht gemeint, sondern hier ist gemeint mit konfrontieren, ich versuche mein Wirklichkeitsverständnis mit dem anderen abzugleichen, die gegeneinander zu stellen, um zu sehen, wo sind wir da eigentlich überhaupt. Und da müsste man streng genommen erstmal beim unten anfangen in dieser Hierarchien zu fangen, beziehen wir uns eigentlich auf die gleichen Daten und Szenarien? Kennen die wechselseitig überhaupt die Szenarien, auf die die aktuelle Situation bezogen wird? Ich erinnere mich, ich war mit meinem kleinen Sohn Schlitten fahren und ich sage, wenn wir den Schlitten den Berg hochziehen, ist das nicht schön, wie die Glocken klingen? Und er guckt mich ganz verwirrt an. Ich sage, ob es schön ist? Guckt mich immer noch verwirrt an. Die Glocken, guckt mich immer noch verwirrt an. Dann hatte ich eine Eingebung und ich beugte mich zu ihm runter und bei ihm gab es keine Glocken. Es war genau die Grenze. Mich haben die Schallwellen schon erreicht. Wenn ich jetzt mit dem angefangen hätte zu streiten, ob er in seiner frühkindlichen Rebellion Vaters Wirklichkeit nicht anerkennen will, dann hätten wir uns ein paar Stunden Psychoanalyse eingehandelt, anstatt zu klären, ob wir uns eigentlich überhaupt auf die gleichen Daten beziehen. Und wenn wir zum Schluss kommen, okay, wir beziehen uns überhaupt auf die gleichen Daten, dann ist die nächste Frage, ordnen wir denen die gleichen Bedeutungen zu? Und das ist ja, und machen diese Daten für uns einen Unterschied, der einen Unterschied macht, den gleichen? Na, wenn wir zwei zusammen rausgehen und es regnet, dann kann der eine Mensch sagen, schön, dass es regnet, habe schon lange die Natur nicht mehr gespürt, während der andere Mensch sagen kann, wir müssen sofort zurück, mein Kopf wird, meine neue Frisur wird nass. Dann beziehen die sich zwar auf dieselben Daten, aber die Bedeutung, die sind in unterschiedlicher Weise Informationen. Also das heißt, für den einen ist es bezogen auf renn ich heim oder nicht, ist es für den einen Information, wenn regnet, dann heim. Für den anderen, wenn regnet, dann egal. Keine Information, es ist nur ein Datum. Also Informationen sind Unterschiede, sind Steuerdaten, Unterschiede, die einen Unterschied machen, die Konsequenz haben, dass ich im einen Fall das eine und im anderen Fall das andere tue. Also nebenbei gesagt, es ist ganz wichtig, dieser Informationsbegriff des Systemischen für uns, weil es uns hilft, immer wieder zu fragen, dass wir uns nicht volllaufen lassen mit Daten. Also Berater und auch andere neigen ja oft dazu, erstmal alles in Erfahrung bringen zu wollen, was irgendwie in Erfahrung zu bringen ist, um nachher vollgelaufen zu sein, ohne frühzeitig zu fragen, inwiefern ist diese Information, die meisten nennen was eine Information, meint aber ein Datum, ist das Datum, das du mir nennst, eine Information? Also was macht das für einen Unterschied, ob wir das kennen oder nicht? Und da checken wir dann Daten auf Informationen ab und ob ein Datum zu einer Information wird, hat natürlich mit der Perspektive zu tun, mit dem Interesse, mit dem Steuerungsinteresse. Also kennen die Beteiligten die Bedeutung der anderen Seite, wenn wir schon nicht davon ausgehen können, dass es dieselbe ist. Der eine sagt, aha, und denkt, der andere hat eine Macke, dass der zurückrennt. Ich weiß aber nicht, dass er Angst um seine Frisur hat, sondern ich denke, der kann irgendwie mein orgiastisches Gestöhne bei diesem Naturerlebnis nicht ertragen oder was auch immer. Und dann gibt es dann wieder Verwirrung. Ordnen die Beteiligten vorhandenen Daten die gleiche Bedeutung zu? Haben die Beteiligten gemeinsame Vorstellungen, was für die Beschreibung der Situation wichtig ist und was nicht? Und wenn man sich da
geeinigt hat oder zumindest verständigt, dann kann man erst fragen, okay, wenn das so ist, welche Schlussfolgerungen ergeben sich aus dem Bezugsrahmen und aus den Zusammenhängen? Beim Einsatz welcher Mittel sind über welche Zusammenhänge welche Wirkungen zu erwarten? Also wenn man zum Beispiel über verschiedene Führungskonzepte redet, dann sagt er, ich bin auch der Meinung, dass wenn ich nicht regelmäßig mit meinen Mitarbeitern spreche, dass sie sich dann unorientiert fühlen. Und deswegen möchte ich öfter mit ihnen sprechen, denn ich erwarte, dass sie, wenn ich öfter mit ihnen spreche, sie besser orientiert sind und dann motivierter arbeiten zum Beispiel. Und das kann jemand sein, der andere kann aber ganz andere Vorstellungen haben und sagen, ja, das stimmt, sie sprechen nicht so oft in letzter Zeit mit denen, aber wenn sie mehr mit denen sprechen würden, habe ich das Gefühl, da fühlen die sich mehr gegängelt. Und das führt dazu, dass sie zwar öfter mal nach außen Anpassung zeigen, dass sie aber innerlich eigentlich rebellisch werden und das Gegenteil dabei rauskommt. Dann merken wir, aha, wir haben unterschiedliche Vorstellungen über die Wirkungszusammenhänge. Und erst wenn wir uns da zumindest verständigt haben, können wir fragen, okay, und wenn man das dann so sieht, was sind dann Lösungen? Und wer muss was bezogen auf Lösungen tun? Also was sind Verantwortlichkeiten? Und wenn man sich einigermaßen sicher ist, dass man da beieinander ist, dann kann man den anderen danach auf der Ebene von wahrgenommener oder nicht wahrgenommener Verantwortung konfrontieren. Also da kann man ja ein bisschen ins Stöhnen geraten, indem man sagt, ja, es muss Begegnung denn so schwierig sein. Ja? Und natürlich freuen wir uns, wenn wir Menschen treffen, bei denen sich das intuitiv so regelt, die also ein Feeling füreinander haben, dass sie ganz schnell lernen ohne und sich abstimmen, ohne dass sie merken, wie sie lernen und sich abstimmen und sie dann meinen, es wäre das Natürlichste von der Welt, einfach miteinander zu kommunizieren. Und dann braucht man solche Konzepte auch nicht. Nur wenn das nicht der Fall ist, und da werden ja meist die professionellen Kommunikatoren gerufen, dann brauchen wir Konzepte, dass wir nicht auf den falschen Ebenen versuchen zu klären, was eigentlich das Problem ist. Sondern da kann es manchmal sein, dass wir mal in Ruhe die Sache aufbauen und siehe da, und da ist jetzt ein Rückbezug zu dem vorigen Modell, siehe da, ich kann relativ schnell einen zumindest wechselseitig einsehbaren Begegnungsraum etablieren. Und dann können wir erst gemeinsam versuchen, was zu machen. Denn wenn wir nicht in einer Gemeinschaftswirklichkeit uns aufhalten, hat es nicht sehr viel Sinn zu versuchen, dann gemeinsam irgendetwas zu bewerkstelligen, weil wir einfach gar nicht handlungsfähig sind als Gemeinschaft. Ist das verständlich? Ja, das war also das Kulturbegegnungsmodell der Wirklichkeit. Und das Schöne daran ist ja, wenn man mit diesem Modell der Kulturbegegnung arbeitet, versteht man ja nicht nur den anderen besser, sondern bei der Gelegenheit versteht man ja auch sich besser. Weil man erfährt ja etwas darüber, wie der andere wahrnimmt, wie ich was verarbeite. Und dann kann ich mein eigenes Bild, wie ich was verarbeite, und das Bild der anderen, wie sie empfinden, wie ich was verarbeite, miteinander abgleichen. Und dann kann ich dann auch Wahrnehmungsstörungen in meiner inneren Kulturbegegnungswelt identifizieren. Man kann, das ist ja eine Tradition, zum Beispiel in der Transaktionsanalyse, all die Begegnungsmodelle und Beziehungsmodelle nach draußen als Begegnungs- und Beziehungsmodell von Teilpersönlichkeiten nach innen auch ansehen. Da unterhält sich jetzt mit mir der Liebhaber mit dem Projektleiter und haben die überhaupt eine Basis, sich miteinander zu unterhalten? Oder drängt sich mal der eine vor und mal der andere vor und dann gelten jeweils ganz andere Spielregeln. Aber es findet nicht irgendwie zusammen. Wir haben vorher jetzt beim Persönlichkeitsmodell die Theatermetapher gehabt. Und die können wir dann natürlich auch verwenden, wenn es darum geht, gemeinsam Wirklichkeit zu inszenieren. Da begegnen sich ja zwei Persönlichkeiten. Und wenn die miteinander arbeiten, sollten die schon in etwa sich abstimmen, auf welche Art von Bühnen sie ein gemeinsames Vorhaben realisieren wollen. Ne? Der eine ist Think Big unterwegs, der andere sagt, klein anfangen, kann noch wachsen,
kleine Bühne, Experimentalbühne versus wir gehen gleich ins große Haus. Oder mein Thema ist, jeder kann erfolgreich sein. Der Thema des anderen ist, wir richten die Welt zugrunde, wollen wir nicht Bescheidenheit lernen. Und da ist natürlich gut, wenn wir in diesen Dimensionen der Theatermetapher mal gucken, können wir überhaupt gemeinsam ein Stück inszenieren? Können wir das entweder in einem gleichen Verständnis gleichsinnig tun oder zumindest ohne unnötige Reibungsverluste, weil wir erkennen, welche verschiedenen Wirklichkeiten die verschiedenen gestalten wollen. Und wenn es dann Probleme gibt, kann man klären, liegt es daran, dass wir nicht die Themen nicht zueinander passen oder wir nicht gemeinsame Themen haben. Oder es würde eigentlich alles passen, aber wir wollen die gleichen Rollen da drin spielen. Und zwei Hähne auf demselben Biss gibt es nicht. Also das haben wir nicht bedacht. Da müssen wir entweder eine andere Inszenierung finden, wo es zwei Hähne gibt, oder wir müssen für einen der beiden eine andere Rolle finden. Dann können wir die Sache auf dem Mist spielen lassen. Also es gibt uns eine Sprache und eine Manövriermöglichkeiten, die Dinge hin und her zu schieben, bis Wirklichkeiten sich fügen und man was damit tun kann. Da gibt es bei uns auf der Website eine ausführliche Falldarstellung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Titel heißt. Irgendwas mit der Praxisbeispiel, mit der Theatermetapher oder irgend sowas. Also wenn ihr Theatermetapher eingibt, findet ihr dazu, wenn euch das interessiert. In dem Fall, es ging um das Zusammenspiel von Personalverwaltung und Personalentwicklung. Und ich nehme an, bei vielen, da sofort Fantasie aufkommt, welcher Bedarf da ist, bis man zu einem konzertierten gemeinsamen Stück kommt, der Personalbetreuung. Ich habe es mal jahrelang versucht in einem Pharmakonzern, es ist nicht gelungen. So, dann kommen wir zum Dialogmodell der Kommunikation, wie ich das genannt habe. Und das ist ein Modell, das hat seine Wurzeln einmal in der Ericksonschen Psychotherapie. Dort wird ja unterschieden zwischen Conscious Mind und Unconscious Mind. Wobei Conscious Mind, also ich weiß nicht, ob ich nehme an, einige wissen ein bisschen was über Erikson, ist ja ein Hypnotherapeut gewesen und der ging, sehr vereinfacht gesprochen, von dem Modell aus, dass Probleme der Menschen dadurch entstehen, dass sie Bewältigungsschemata adoptiert halten, obwohl sie ihren Bedürfnissen oder den Entwicklungen nicht mehr entsprechen, dass sie aber ihre Lernfähigkeit und ihre Schöpferkraft nicht nochmal neu an das Problem lassen, weil das Problem sozusagen von den Sachverwaltern früherer Funktionstüchtigkeiten voll in Besitz genommen ist. Und deswegen hat Erikson eben als Grundidee gehabt, es ist ganz gut, das Conscious Mind in Trance zu versetzen, dass das im Moment die Kontrolle nicht weiter wahrnehmen kann, damit das Unconscious Mind, in dem wir ein ungeheures Repertoire an Lernerfahrung haben, mal sich der Angelegenheit annehmen kann. Und ging auch davon aus, dass die Conscious Mind-Möglichkeiten relativ schematisch und oberflächlich sind, während das Potenzial des Unconscious Mind schier unendlich ist. Führte meines Erachtens nach auch etwas zu einer totalen Verklärung unserer unbewussten Möglichkeiten. Wir müssen da jetzt ein bisschen aufpassen mit den verschiedenen Traditionen der Begriffe, dass wir Conscious Mind nicht mit bewusst und Unconscious Mind nicht mit unbewusst übersetzen, insbesondere nicht in der Bedeutung der Psychoanalyse. Sondern in dem Fall heißt Conscious Mind, wie ich das übersetzt habe, mit gewohnheitsmäßigem Wirklichkeitsbezug und Unconscious Mind mit kreativem Wirklichkeitsbezug. Und hat jetzt gar nicht so viel mit bewusst im Sinne von wach oder unbewusst im Sinne, es tut etwas in mir, aber ich weiß nicht, was es ist, zu tun. Also das ist das eine Modell.
im Hintergrund. Was ich auf jeden Fall davon übernehme, und weil das auch bei Jung so ist, dass ich mal davon ausgehe, dass das Conscious Mind auf jeden Fall das weniger bewegliche, das einfältigere ist. Und dass das, was wir bewusst leisten können, auf jeden Fall weniger Komplexität verarbeiten kann, als das, was wir unbewusst verarbeiten können. In der jüngsten Psychologie gibt es so ein Modell, das habe ich jetzt nicht dabei, aber da sagt